Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie wissen es sicher aus vielen Beispielen dieser Sendereihe. Betrüger gehen mit der Zeit und sie operieren deshalb besonders gern mit aktuellen Schlagworten, die gerade in aller Munde sind. Und Betrüger haben auch ein besonderes Gespür dafür, wann eine Masche ihre Zugkraft verliert. Nehmen wir zum Beispiel das Thema Heimarbeit. Die meisten Leute wissen heute, dass sich hinter vielen Angeboten, die solche Heimarbeit als Nebenverdienst versprechen, nichts anderes als windige Schwindelfirmen verbergen. Deshalb haben sich ein paar Spezialisten aus dieser Branche etwas ganz Neues einfallen lassen. Sie arbeiten mit einer Masche, die sich von den früheren Tricks recht deutlich unterscheidet, und es sieht so aus, als ob in letzter Zeit viele tausend Menschen tatsächlich darauf hereingefallen sind. Wir haben versucht, den Hintergründen des Schwindelunternehmens auf die Spur zu kommen und sind dabei zunächst auf höchst seltsame Umstände gestoßen. Beim Postamt Schaan im Fürstentum Liechtenstein zum Beispiel treffen beinahe täglich Briefe aus Deutschland für eine recht mysteriöse Firma ein. Die Anschriften AEDA Computeranstalt Schaan. Die Postbeamten kennen diese Briefe schon. Seit vielen Monaten schicken sie sie mit dem Vermerk unbekannt zurück. Die Computerfirma ist für die Post in Liechtenstein nicht erreichbar. Sie ist nirgends registriert, sie hat weder eine Telefonnummer noch einen Briefkasten. Aber sie unterhält ein Bankkonto bei der Liechtensteinischen Landesbank. Und auf dieses Konto werden von einer deutschen Großbank in Frankfurt seit Monaten erhebliche Summen überwiesen. Die Gelder setzen sich aus vielen kleinen Einzelbeträgen von jeweils 10,38 Mark zusammen, die bei der Bank in Frankfurt fast täglich mit Postzahlkarten eingehen. Diese Zahlkarten kommen aus der ganzen Bundesrepublik. Sie tragen die vorgedruckte, für Laien nicht unbedingt erkennbare Anweisung, die 10,38 Mark auf das Konto in Liechtenstein weiterzuleiten. Die Bank in Frankfurt weiß nicht, wofür das Geld bestimmt ist und wem das Konto in Liechtenstein gehört. Die Hausfrau Käthe Hartmann aus einem kleinen Ort in der Nähe von Passau dagegen glaubt genug über die Firma zu wissen. Wie unzählige andere Menschen in der Bundesrepublik zahlt sie mit der vorgedruckten Zahlkarte bei der Post 10,38 Mark ein, um von der Firma in Schaan einen sogenannten Computerausweis zu bekommen. Ah, Kater, grüß dich gut. Grüß dich gut, Sepp. Dann schau doch einmal nach, ob ich das da richtig gemacht habe. Ja, schauen wir halt einmal, ja. Ja, ist alles richtig, ja. Aber sag einmal, was ist denn das für ein Geld, was du da einzahlst? Die Moserin hat nämlich vorhin auch den gleichen Betrag, 10,38 Mark, eingeschickt. Für einen Ausweis, ist das was Neues? Ja, den braucht man jetzt. Weißt du, ich fang mit einer Heimarbeit an. Ich möchte mir doch was dazu verdienen. Und da hat mir die Firma den Brief geschrieben, wo das alles ganz genau drinsteht. Heimarbeit, was machst du denn da? Ja, das weiß ich noch nicht genau. Adressen schreiben, Prospekte verteilen oder sowas. Die Aufträge werden alle von einem Computer. Nein, von einem Computer verteilt. So haben die geschrieben. So, ja, und da musst du ja Geld einschicken. Das kommt mir voll komisch vor. Nein, das verstehst du nicht. Für die Arbeit und für das Material braucht man nichts zahlen. Das hat die Firma ganz genau geschrieben. Aber das ist eine ganz große Firma. Die machen alles maschinell mit so einem Computer. Der verteilt die Arbeit, macht die Abrechnung und schickt dann auch das Geld. Ja, aber warum musst denn du da was zahlen? Du sollst da was verdienen. Na, das Geld geht doch gar nicht an die Firma mit der Heimarbeit, sondern an eine andere Firma, die den Ausweis macht. Und den braucht man dann jetzt mal. Ja, also du wirst schon wissen, was du machst. Also das macht dann mit Porto 10,78 Mark. Käthe Hartmann gehört zu den vielen Menschen, die Heimarbeit suchen und die sich auf das Inserat gemeldet haben, in dem eine Frankfurter Firma gute Nebenverdienste versprochen hat. Den Brief, von dem die Frau dem Posthalter erzählt hat, verschickt die Heimarbeitsfirma zu Tausenden im ganzen Bundesgebiet. Auch der Frührentner Horst Wittmann hat sich aufgrund einer Zeitungsanzeige mit der Frankfurter Firma in Verbindung gesetzt und diesen Brief bekommen. Horst Wittmann hat mit 38 Jahren einen schweren Unfall erlitten und ist seitdem an den Rollstuhl gefesselt. Seine Frau musste ihren Beruf aufgeben, um ihn pflegen zu können. Die Rente ist recht knapp
Und es bedeutet für den ursprünglich vitalen Mann auch eine große psychische Belastung, zur Untätigkeit verdammt zu sein. Ja, was ist denn nun, Horst? Ist das was Vernünftiges? Hm, hört sich gar nicht schlecht an. Die anderen wollten doch alle vorher Geld fürs Material haben. Und die hier schicken das alles auf eigenes Risiko. Hier steht extra, Geld für eine Kaution verlangen wir natürlich nicht von Ihnen. Das Heimarbeitsgesetz verbietet allen Firmen ausdrücklich, von ihren nebenberuflichen Mitarbeitern irgendwelche Kautionen zu verlangen. Dann sind also die anderen, die Geld haben wollen, alles Gauner. Da siehst du mal, wie man aufpassen muss. Naja, aber sag mal, da ist doch auch eine Zahlkarte dabei. Ja schon, aber das ist eine ganz interessante Sache hier. Die wickeln alles über eine spezielle Computerfirma ab. Naja, da braucht man halt so einen Computerausweis. Das ist praktisch so eine Lochkarte hier. Ne? Und da müssen die persönlichen Daten eingestanzt werden. Und das kostet natürlich ein paar Mark. Also muss man doch erst wieder was bezahlen. Das ist aber ganz was anderes. Das hier ist eine ganz andere Firma. Pass auf, ich lese dir das mal vor. Hier. Wie Ihre Bank oder Ihre Sparkasse Gebühren für Ihr Konto, für Formulare und Ihre Scheckkarte berechnet, so kostet auch die Einrichtung eines Computerkontos und die Herstellung Ihres Computerausweises durch eine Spezialfirma ein paar Mark. Diesen einmaligen Betrag schicken Sie aber nicht an uns, sondern mit der vorbereiteten Zahlkarte direkt an die Computerspezialfirma auf das angegebene Konto. Also kein Geld an uns, wir bekommen kein Geld von Ihnen. Ach, so ist das. Jetzt verstehe ich das. Wenn man einen Personalausweis braucht, dann muss man ja dafür auch Gebühren im Voraus bezahlen. Ja, und auch sonst klingt eigentlich alles ganz seriös. Wollen wir es mal probieren? Tja, ich glaube schon. Dann sei doch so nett und zahl das bei der Post ein. Ja, das mache ich. Auch das Geld von Horst Wittmann nimmt mit Hilfe der vorgedruckten Zahlkarte den üblichen Weg. Zunächst auf das Postcheckkonto der Großbank in Frankfurt, von dort auf das Auslandskonto der Liechtensteinischen Landesbank und schließlich auf das Konto der angeblichen Computerfirma, die es überhaupt nicht gibt. Wem dieses Konto in Liechtenstein wirklich gehört, darüber erteilt die Bank keine Auskunft. Und wenn das Geld der Heimarbeitsinteressenten erst dort einmal sicher im Ausland liegt, lässt die Firma, die die Rundbriefe verschickt, normalerweise nichts mehr von sich hören. Auch Käthe Hartmann wartet immer noch auf eine Antwort von der Computerfirma. Vor 6 Wochen hat sie das Geld eingezahlt und bis heute nichts wieder gehört. Sag mal, was ist jetzt das mit deiner Heimarbeit? Was machst du denn da jetzt? Geh, frag mich nicht lang, gar nichts ist. Alle zusammen sind's Lumpen. Ja, haben die nichts gezahlt? Ja, nicht einmal den Ausweis haben sie geschickt. Überhaupt nicht gerührt haben sie sich. Ja, da musst du was unternehmen. Hast du mal hingeschrieben? Ja, ich hab die Moserin einmal gefragt, die hat doch damals auch das Geld gezahlt und hat auch nichts gekriegt. Mal, da kommt auch nichts mehr. Da bin ich ja sauber reingefallen. So wie Käthe Hartmann geht es vielen Heimarbeitssuchenden, die für den Computerausweis 10,38 Mark eingezahlt haben. Wer einfach nur wartet und schließlich resigniert, hört nie wieder etwas von der Frankfurter Firma. Horst Wittmann war nicht so geduldig. Er hat der Firma nach 2 Wochen erst einen höflichen und dann einen geharnischten Brief geschrieben. Und er hat tatsächlich eine Antwort bekommen. Christa? Ja? Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. War denn was? Ja, schau dir das mal an. Die Heimarbeitsfirma hat geschrieben. Ja und? Ja, die schreiben, dass der Computerausweis in Vorbereitung ist und sie auch die Probearbeiten für uns in den nächsten Tagen zusammenstellen. Und dazu soll man erst einmal diesen Fragebogen ausfüllen. Personalbogen nennen die das, aber ich sag da, der hat's in sich. Wieso? Auch der ganze Fragebogen ist im Grunde genommen eine Unverschämtheit. Du musst ja das mal angucken, was die alles wissen wollen. Einkommen, Lebensversicherung, Schulden, Sparguthaben, Autokennzeichen, ob man vorbestraft ist. Und hier Sachen, die ich überhaupt nicht weiß. Postcheckkonto von unserer Bank und sowas. Ja, was du nicht weißt, kannst du nicht hinschreiben. Dann mache ich einfach einen Strich. Die Heimarbeitsfirma rechnet offenbar damit, dass die meisten Interessenten den sogenannten Personalbogen mit den vielen unverständlichen und auch recht indiskreten Fragen erbost in den Papierkorb werfen und das Geld für den Computerausweis in den Wind schreiben. In vielen 100 Fällen ist diese Rechnung auch aufgegangen. Noch zumal sich bei genauer Lektüre des Personalbogens herausstellt,
dass die Vergabe der Heimarbeit noch mit einer recht ungewöhnlichen Bedingung verknüpft ist. So. Sag mal, was soll denn das bedeuten? Wählen Sie bitte eine der unten aufgeführten Zeitschriften, die dann in Ihren Computerausweis eingetragen wird. Ja, da bin ich zuerst auch erst drüber gestolpert. Aber das ist eigentlich ganz einleuchtend. Jeder Heimarbeiter bestellt eine dieser Illustrierten. Und dann inserieren die in den Zeitungen und erreichen alle Mitarbeiter. Das ist billiger, als wenn sie jeden anschreiben. Das verstehe ich nicht, wie du das meinst. Na, pass mal auf. Wenn die zum Beispiel Arbeit haben für uns Heimarbeiter im Raum Stuttgart, dann setzen die so eine Anzeige wie hier in die Zeitschrift. Und da steht dann drin, Mitarbeiter im Postleitgebiet 7, also hier bei uns, ne, meldet euch und schickt euren Computerausweis ein. Und dann geht's los, dann kommt die Arbeit. Ja, dann kriegen wir die Zeitschriften dann auch umsonst? Nein, das nicht, aber wir kriegen sie ins Haus gebracht durch die Post und die kostet nicht mehr als am Kiosk. Horst Wittmann klammert sich immer noch an die Hoffnung, dass er nun bald mit der Heimarbeit beginnen kann. Und so lässt er sich zusätzlich zu den Ausgaben, die er ohnehin schon hatte, auch noch ein Zeitschriftenabonnement aufnötigen, für das die Heimarbeitsfirma so ganz nebenbei bei dem Illustrierten Verlag eine ansehnliche Provision kassiert. Der ausgefüllte Personalfragebogen von Horst Wittmann landet bei der Heimarbeitsfirma in Frankfurt. Das angeblich so große Unternehmen ist in einem 6 Quadratmeter großen Zimmerchen in einer Etagenwohnung untergebracht. Das Inventar, ein Tisch mit einer Schreibmaschine, zwei Stühle, ein Telefon. Das Personal, ein einziger Mann, der alle Fäden in der Hand hält. Der die Werbebriefe und Personalbogen verschickt, der die Computerfirma erfunden hat, dem mit ziemlicher Sicherheit das Bankkonto in Liechtenstein gehört und der eine ganz eigene Methode entwickelt hat, die Interessenten, die den Personalbogen einschicken, hinzuhalten und sogar noch einmal zur Kasse zu bitten. Er schickt ihnen erneut einen Personalbogen, weil der letzte, wie er behauptet, unklar oder unvollständig ausgefüllt war. Für die angeblich entstandene Mehrarbeit bei der Computerfirma verlangt er nun noch einmal eine Bearbeitungsgebühr von 3,20 Mark. Dieses Spiel setzt er so lange fort, bis auch der letzte Heimarbeitssuchende aufgibt. Selbst empörte Anrufe bringen den Mann nicht in Verlegenheit. Heimarbeit Frankfurt? Ja. Das tut mir leid, aber hier ist praktisch niemand. Hier sind Betriebsferien und ich mache nur aushilfsweise Telefondienst. Nein, die Leute sind alle weg, es ist gar kein Sachbearbeiter da. Nein, dazu kann ich nichts sagen, aber wenn Sie mit der Computerfirma Ärger haben, dann... Ja, der Ausweis muss direkt von der Computerfirma kommen. Ja, wissen Sie was? Schreiben Sie doch am besten mal nach dort. Dann klärt sich die Sache vielleicht schneller. Die Adresse wissen Sie ja wohl noch. AEDA, Computeranstalt in Schaan in Liechtenstein. Ja. Wer der Empfehlung folgt und tatsächlich nach Liechtenstein schreibt, ist bald um eine Enttäuschung reicher. Nach wenigen Tagen kommt sein Brief zurück und trägt den amtlichen Vermerk Retour, Adressat unbekannt. Natürlich haben manche der Geschädigten auch Strafanzeige erstattet. Aber auf diesem Wege kommen sie zumindest nicht wieder zu ihrem Geld. Und wer wegen 10,38 Mark vors Zivilgericht geht, um sein Geld einzuklagen, wird bald merken, dass der clevere Inhaber des Schwindelunternehmens auch dagegen noch eine juristische Finesse eingebaut hat. Da es die Computerfirma in Liechtenstein gar nicht gibt, kann man von ihr auch kein Geld zurückverlangen. Der Mann in Frankfurt selbst aber gibt sich nach außen hin völlig mittellos und hat den Offenbarungseid geleistet. Und da das Bankgeheimnis in Liechtenstein besonders streng ist, kann man ihm auch kaum nachweisen, dass er der Inhaber des ominösen Kontos ist, auf das die Zahlungen gehen. Aus all dem, meine Damen und Herren, kann man nur wieder die alte Lehre ziehen. Vorsicht, wenn jemand Heimarbeit oder sonst etwas verspricht, Sie selbst dafür aber zunächst einmal etwas bezahlen sollen und sei es mit noch so einer plausiblen Erklärung. Dreistigkeit und Unverschämtheit scheinen sich auf dem Gebiet des Betrugs tatsächlich immer wieder auszuzahlen. Auch unser nächster Fall ist ein recht plastisches Beispiel dafür. Keines der geprellten Opfer hat den Mann, um den es jetzt geht, jemals gesehen. Sein wichtigstes Requisit ist das Telefon. Seine Opfer sind fast immer Juweliere und Edelsteinhändler.
Julia Glöckner, guten Tag. Guten Tag. Kann ich bitte mit Herrn Glöckner persönlich sprechen? Wen darf ich bitte melden? Hier ist Blumenfeld von der Maschinenfabrik Gebrüder Blumenfeld. Ganz kleinen Moment bitte, Herr Blumenfeld, ja? Eberhard Glöckner ist Inhaber eines renommierten Juweliergeschäftes in einer hessischen Mittelstadt. Als alteingesessenem Geschäftsmann ist ihm die Maschinenfabrik Blumenfeld, zumindest dem Namen nach, recht gut bekannt. Ach, Blumenfeld, ja. Nun, ich komme gleich. Bitte machen Sie. Die Firma Blumenfeld ist ein angesehenes Industrieunternehmen in der Stadt. Sie unterhält an anderen Orten noch mehrere Zweigbetriebe. Ja, hier ist Glöckner. Guten Tag, Herr Blumenfeld. Womit kann ich dienen? Guten Tag, Herr Glöckner. Ich rufe an wegen eines Brillanten, den ich suche. Wissen Sie, ich sammle so ein bisschen als Kapitalanlage. Ich habe bisher meistens in Frankfurt und Pforzheim gekauft. Mhm. Aber nun habe ich neulich zufällig gehört, dass Sie ab und zu besonders schöne Steine da haben oder besorgen können. Vielleicht könnten wir da für die Zukunft ins Geschäft kommen. Müsste natürlich auch vom Preis her interessant sein. An welche Größen hatten Sie denn gedacht, Herr Blumenfeld? Ja, haben Sie denn etwas Besonderes da? Es könnte ruhig ein Mehrkaräter sein, was ich im Moment suche. Ja, ja. Ich hätte da schon einen Stein. Der dürfte Ihren Vorstellungen entsprechen. 2,01 Karat, Revalupenrein, mit einer Expertise vom Institut für Edelsteinforschung in Idar-Oberstein. Und was würde der kosten? 44.625 Mark. Moment mal, lassen Sie mich mal eben nachschauen. Ich habe da noch zwei andere Angebote. Ja, ich habe mal verglichen. Der Preis ist nicht uninteressant, wenn der Stein wirklich so schön ist, wie Sie sagen. Er wird Ihnen bestimmt gefallen, da bin ich ganz sicher. Ja, wenn Sie das so sagen, dann werden wir wohl ins Geschäft kommen. Aber ich möchte den Stein natürlich schon ganz gern erst einmal sehen. Ja, selbstverständlich. Wenn Sie mir sagen, wann Sie mal vorbeikommen können, richte ich mich gerne ein. Ja, das ist sehr nett, aber das wird ein bisschen schwierig sein, einfach wegen der Termine, wissen Sie? Könnten Sie nicht vielleicht mal mit dem Stein zu mir in die Firma kommen? Vielleicht noch heute? Ja, gerne. Wann würde es Ihnen denn passen? Ich könnte Ihnen sagen. Moment mal bitte. Fräulein Krüger, wo ist denn mein Kalender? Ja, danke. Ja, da ist ein Termin noch etwas unsicher. Und ich möchte nicht, dass Sie dann womöglich lange warten müssten. Könnten Sie mich vielleicht nachher noch mal in der Firma anrufen? Ja, um wie viel Uhr? Also, ich mache jetzt noch einen Rundgang durch die Firma. Dann am besten um 11:30. Da bin ich auf Apparat 276 zu erreichen. Es wäre allerdings gut, wenn Sie dann pünktlich anrufen könnten, weil ich sonst vielleicht schon wieder weg bin. Geht das? Selbstverständlich, ich habe es mir notiert. Apparat 276... 11:30. Dann zunächst einmal vielen Dank, Herr Glöckner. Auf Wiederhören. Aber ich bitte Sie, Herr Blumenfeld, ich habe zu danken. Auf Wiederhören. Der Apparat mit der Nummer 276 in der Firma Blumenfeld steht im Pförtnerhaus am Haupteingang. Ein Anruf bei der Firma hat dem angeblichen Herrn Blumenfeld genügt, um diese Nebenstellennummer und auch sonst einiges über die Betriebsverhältnisse der Maschinenfabrik in Erfahrung zu bringen. Unmittelbar nach dem Gespräch mit dem Juwelier taucht der Mann am Hauptportal der Firma auf, er geht jedoch vorbei. Sein Ziel ist ein Nebeneingang des Werkes. Um doch die Pforte ohne lange Erklärungen passieren zu können, hat er sich als angeblicher Kunde beim Leiter der Verkaufsabteilung angemeldet. Guten Tag. Mein Name ist Bayerlein, ich bin mit Herrn Mauser vom Verkauf verabredet. Wissen Sie Bescheid? Ja, ich weiß Bescheid. Vielen Dank. Der Mann hat nicht die Absicht, seine Verabredung mit dem Verkaufsleiter einzuhalten. Sie war für ihn nur ein Vorwand, um das Fabrikgelände ohne Schwierigkeiten betreten zu können. So fällt es ihm auch nicht schwer, beim Pförtner am Hauptportal den Eindruck zu erwecken, als gehöre er zur Firma. Guten Tag, mein Lieber. Ich bin Dr. Blumenfeld vom Zweigwerk in Gießen. Ja. Ich erwarte um 11:30 ein Telefongespräch und habe Bescheid gesagt, dass es hier auf Ihren Apparat gelegt wird, auf die 276. Aber natürlich, Herr Doktor. Wie lange geht denn Ihr Dienst heute, Herr... Schulze mit TZ. Um 15 Uhr ist Schichtwechsel, dann kommt die Ablösung. Das wird Ihr Gespräch sein, Herr Direktor. Ja, bitte? Ja, der Herr Direktor ist gerade hier. Moment bitte, ich übergebe.
Ja, Herr Glöckner. Passen Sie auf, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie um 14 Uhr herkommen könnten. Und zwar zum Haupteingang. Ja, genau, Tor 1. Ich versuche Sie dann dort zu treffen. Ja, natürlich. Aber es könnte sein, dass ich nachher noch mal weg muss. Für diesen Fall packen Sie es doch bitte ein bisschen ein, am besten neutral. Schreiben Sie meinen Namen drauf. Das braucht in der Firma ja keiner zu wissen, was da drin ist. Und worum ich Sie bitten möchte, geben Sie es nur Herrn Schulze persönlich. Der hat mein besonderes Vertrauen und wird es mir dann persönlich weitergeben. Ja, Schulze mit TZ. Der wird sich beim Empfang ausweisen. Ja, gut, aber ich versuche natürlich, wenn es irgend geht, selbst da zu sein. Und andernfalls rufe ich Sie heute Nachmittag gleich an, wenn ich das gute Stück gesehen habe. Ja, vielen Dank dann, Herr Glöckner, und auf Wiedersehen. Sie haben ja selbst mitgehört, Herr Schulze, nicht wahr? Da wird nachher um 2 Uhr ein Herr Glöckner vorbeikommen und ein Päckchen für mich abgeben. Wenn ich es nicht schaffe, rechtzeitig da zu sein, dann komme ich später vorbei und hol's mir bei Ihnen ab. Vor 15 Uhr, versteht sich. Geht das? Selbstverständlich, Herr Doktor, natürlich. Sie können sich ganz auf mich verlassen. Der Juwelier Eberhard Glöckner ist zu seinen Kunden zwar stets höflich, dennoch lässt er die notwendige Vorsicht nie außer Acht. In diesem Fall jedoch kommt ihm überhaupt nicht der Gedanke, dass er womöglich nicht mit dem Inhaber der Maschinenfabrik gesprochen haben könnte. Schließlich hat ihn der Mann in die Firma bestellt und auch seinen Telefonanruf dort entgegengenommen. Wollen Sie, Wiking? Ja. Ich habe hier neutrales Papier ohne Firmenaufdruck, um etwas zu verpacken. Ja, darf ich es Ihnen einpacken? Ach ja, bitte, das wäre nett. Mhm. So, bitteschön. Ja. Pünktlich findet sich der Juwelier am Haupteingang der Firma ein. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin hier mit Herrn Blumenfeld verabredet. Glöckner ist mein Name. Ach ja, ich weiß Bescheid. Der Direktor hat gerade noch mal angerufen. Er kann nun leider nicht kommen. Aber Sie möchten doch so nett sein und mir das Päckchen für ihn dalassen. Ach so, mein Ausweis. Schulze, Sie wissen doch. Ja, ja. Herr Blumenfeld hat ja gesagt, dass Sie es annehmen sollen, wenn er nicht da ist. Sagen Sie, Herr Blumenfeld hat nicht hinterlassen, wann er wieder zurückkommt. Ich könnte hier einen Moment hier warten. Nein, hat er nicht. Aber Sie können mir trotzdem das Bäckchen ruhig dalassen. Der Direktor hat mir ja extra Bescheid gesagt. Für einen Augenblick zögert der Juwelier noch, das wertvolle Päckchen aus der Hand zu geben. Aber bitte persönlich. Aber eigentlich hat er keinen vernünftigen Grund, misstrauisch zu sein. Wiedersehen. Und da er die neu angebahnte Geschäftsbeziehung nicht am Anfang gleich wieder gefährden will, übergibt er schließlich das Päckchen. Komme ich noch rechtzeitig oder war Herr Glöckner schon da? Leider, Herr Doktor, der ist gerade weggefahren. Sie hätten ihn eigentlich fast noch sehen müssen. Schade, dass ich ihn verpasst habe. Ja. Aber hat er wenigstens das Päckchen dagelassen? Das Päckchen, Moment bitte, Herr Doktor. Hier ist es, bitteschön. Rauchen Sie? Verbindlichsten Dank, Herr Doktor, verbindlichsten Dank. Und wenn Sie mal irgendwelche Schwierigkeiten haben, Schulze, rufen Sie mich einfach an in Gießen. Die Maschinenfabrik hat tatsächlich ein Zweigwerk in Gießen. Und auch einen Dr. Blumenfeld gibt es dort. Der Mann aber, der das Päckchen mit dem 40.000 Mark Brillanten in Empfang genommen hat, kommt weder aus Gießen, noch heißt er Blumenfeld. Er verschwindet spurlos. Bis heute kennt die Polizei nicht einmal seinen wirklichen Namen.
Dieser Trick, meine Damen und Herren, bei dem der Täter sich das Renommee einer bekannten Firma zunutze zu machen versteht, funktioniert im Übrigen nicht etwa nur mit Juwelen. Es gibt auch Fälle, bei denen die Täter auf diese oder ähnliche Weise teure Fotoapparate, kostbare Pelze, Lederwaren, Teppiche oder andere Wertgegenstände erbeutet haben. Wenn Sie den geschädigten Juwelier fragen würden, welche Lehren er aus seinem Verlust gezogen hat, er würde Ihnen heute sagen: Auch wenn ein gutes Geschäft winkt, lieber einmal zu vorsichtig als noch einmal zu vertrauensselig. Und nun zu unserem nächsten Thema. Meine Damen und Herren, Sie wissen sicher, wie viele Menschen heutzutage unter einer ungesunden, zum Teil wohl auch überzivilisierten Lebensweise leiden. Reizüberflutung, falsche Ernährung und zu wenig Bewegung, nervliche Überlastung in einer unruhigen und hektischen Welt. Nicht zuletzt wegen dieser negativen Zeiterscheinungen interessieren sich immer mehr Menschen für natürliche Wege und Methoden, die körperliche Spannkraft zu erhalten, und auch für fernöstliche Gesundheitsrezepte. So ist es für den Fachmann keineswegs überraschend, dass sich auch bereits windige Geschäftemacher und Schwindler diese Entwicklung zunutze machen. Im Veranstaltungsprogramm des Kolpinghauses einer süddeutschen Kleinstadt stehen im Frühjahr 1972 an zwei Tagen, jeweils nachmittags und abends, Vorträge über Yoga und gesunde Lebensführung. Ein angeblicher Experte der indischen Yogalehre hat den Saal des Kolpinghauses für diesen Vortrag gemietet. Er verspricht unter anderem auch praktische Entspannungs- und Atemübungen vorzuführen. Eintrittspreis der Veranstaltung 2,50 Mark. Auch das Ehepaar Ernst und Maria Jürgens will sich an einem der Abende den Yoga-Vortrag anhören. Beide sind berufstätig. Ernst Jürgens arbeitet als Prokurist in einem Textilbetrieb. Seine Frau ist als Angestellte bei der Kreissparkasse beschäftigt. Die Eheleute sind beide gesundheitlich nicht so fit, wie sie es gerne wären. Deshalb wollen sie sich etwas näher über Yoga informieren, nachdem sie in letzter Zeit schon öfter davon gehört und gelesen haben. Oh, du Liebling, es ist schon 20 vor 8. Wir müssen uns beeilen. Sonst verpassen wir noch den Anfang. Ich bin gleich soweit. Sieh nur zu, dass du fertig wirst. Ich? Ich bin längst fertig. Na gut. Wenn du fertig bist, dann können wir ja jetzt gehen. Ich bin nur gespannt, was das wird heute Abend. Und das werden wir doch gleich erfahren. Das heißt, wenn wir uns beeilen. Ja. Der angebliche Yoga-Experte Wolfram Schwachtenbach versteht es, auf sein Publikum im Kolpinghaus Eindruck zu machen. In der heutigen Zeit brauchen die meisten Besucher, die zu der Veranstaltung gekommen sind, merken nicht, dass der Mann im Grunde genommen nur eine routinierte Show abzieht. Gesten, Formulierungen und Kunstpausen sind an unzähligen anderen Abenden einstudiert und auf ihre Wirkung erprobt. Nehmen wir in uns auf, ohne darüber nachzudenken. Nehmen Sie zum Beispiel die Atmung. Jeder zweite Mensch ist verkrampft. Und es ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass weitaus die meisten von uns mit einer viel zu flachen Atmung umherlaufen. Schauen Sie sich mal um in Ihrem Bekanntenkreis und auch am Arbeitsplatz. Na, wie viele junge Menschen laufen da herum ohne die geringste Vitalität und Energie? Und wenn die mal zwei Treppenstufen steigen sollen, kommen sie schon aus der Puste. Also nehmen Sie den Aufzug und merken dabei nicht, wie Sie innerlich immer mehr verkümmern. Ich darf also nochmals zusammenfassen. Am Anfang einer vernünftigen und natürlichen Lebensweise steht die Yoga-Atmung, die Tiefatmung, so wie ich es Ihnen vorhin gezeigt habe. Das Publikum erweist sich für die Sprüche des angeblichen Yoga-Experten durchaus als empfänglich. Die meisten der Besucher sind ohnehin mit ihrem Gesundheitszustand nicht zufrieden und deshalb für alles aufgeschlossen, was Besserung verspricht. Auch Maria und Ernst Jürgens haben kleinere gesundheitliche Beschwerden. Herr Jürgens klagt in letzter Zeit über nervöse Spannungen und Schlaflosigkeit. Seine Frau ist mit Herz- und Kreislaufbeschwerden in ärztlicher Behandlung. Karl und Waltraud Bratke, ein anderes Ehepaar unter den Zuschauern, leiden an beträchtlichem Übergewicht. Auch für sie hat der wendige Vortragsredner einen Ratschlag. Wenn Sie erst gelernt haben, Ihren Körper besser zu beherrschen, dann wird sich auch der übermäßige Appetit wieder einpendeln, der vielen Leuten heutzutage zum Verhängnis wird. Sie allein kennen Ihren Körper, Ihren Geist
und die Gründe für alle ihre Handlungen. Auch Frau Oppermann, eine andere Zuhörerin, fühlt sich von dem Mann ganz persönlich angesprochen. Auch sie ist schließlich, wie viele andere Besucher, an einer zusätzlichen individuellen Beratung interessiert, die der Yoga-Experte anbietet. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wer sich nun von Ihnen für eine persönliche Übungsstunde entscheiden möchte, der kann jetzt hier vorkommen an den Tisch, damit wir einen Besuchstermin vereinbaren. Sie können ja auch ein sehr gutes Lehrbuch bekommen, nachdem Sie die Übungen zu Hause machen können. Mit dem Angebot, zu Hause eine private Yogastunde zu geben, trennt Wolfram Schwachtenbach die Spreu vom Weizen. Er weiß, dass er es von jetzt an nur noch mit Leuten zu tun hat, die etwas ernsthafter an Yoga interessiert sind und die er mit seinem persönlichen Auftreten auch positiv beeindruckt hat. Aus Erfahrung weiß er, dass diese Gruppe für seine weiteren Pläne prädestiniert ist. Auch Maria und Ernst Jürgens gehören zu dieser Gruppe. Sie verabreden mit dem angeblichen Yoga-Experten einen Hausbesuch an einem der nächsten Tage. Tja, dann bis zum Dienstag. Herr Jürgens versucht sich in den nächsten Tagen sogar gelegentlich im Büro nach der Yogalehre zu entspannen. Puh, ob ich das schaffen werde? Als Anleitung benutzt er das Buch, das er bei der Veranstaltung im Kolpinghaus gekauft hat. In der Praxis sind aber schon die ersten Atemübungen weitaus schwieriger, als sich Herr Jürgens vorgestellt hatte. Er ist deshalb ganz froh, dass sich der Yoga-Experte für den Abend angesagt hat. So, ja, ja. Ganz gerade mal, die Knie durchdrücken, ja. Auch zu Hause übt die Familie Jürgens. Sie möchte dem Yoga-Experten bei seinem Besuch vorführen, dass sie inzwischen etwas gelernt hat. So, nun bist du dran. Komm, zeig, ob du es richtig hinkriegst. Naja. Ah, das wird der Herr Schwartenbach sein. Ja. Der wollte ja gegen 8:30 kommen. Guten Abend. Ach, Sie sind es ja tatsächlich. Guten Abend. Mein Mann hat nämlich eben gesagt, es wird bestimmt der Schwartenbach sein. Bitte schön. Ja, aber ich bin leider ein bisschen spät dran. Die anderen Familien haben mich etwas aufgehalten heute Abend. Bei dem Besuch an diesem Abend zeigt sich sehr bald, dass es Herrn Schwartenbach nicht so sehr darauf ankommt, Yoga-Übungen vorzuführen. Er redet jetzt plötzlich fast nur noch von der richtigen Ernährung, mit der die Yoga-Lehre unterstützt werden müsse. In meinem Vortrag neulich habe ich ja, wie Sie wissen, deutlich gemacht, wie eng die Zusammenhänge sind zwischen richtiger Ernährung und körperlich-geistigem Wohlbefinden. Ja, ja, wir bemühen uns sowieso schon um eine gesunde Ernährung. Ne? Knäckebrot, Milch, Obst, was bei so. Ja, das kenne ich, Frau Jürgens. Viele Leute glauben, sie könnten ihre richtige Ernährung so über den Daumen peilen. Aber das ist falsch. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Und außerdem, wollen Sie sich denn so schwer machen? Es gibt doch spezielle diätbiologische Lebensmittel, fix und fertig zu kaufen. Na, ich möchte nicht wissen, was das kostet. Aber sagen Sie, ich dachte eigentlich, Sie würden uns bei unseren praktischen Yoga-Übungen unterstützen heute Abend. Das dachte ich auch. Aber Herr Jürgens, das wäre doch verschenkte Zeit. Sehen Sie, die Übungen können Sie anhand des Lehrbuches doch selbst machen. Über die entscheidenden Ernährungsfragen aber steht da nicht so viel drin. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass ich Ihnen jetzt helfen kann, die für Sie richtige Diät zu finden. Diät? Sie meinen, wir müssen uns genau... Ja, ganz richtig. Na, Sie haben mir doch von Ihren Schwindelanfällen erzählt, Frau Jürgens. Und Sie von Ihrer Schlaflosigkeit. Ja. Das sind doch ganz eindeutige Symptome für nervöse Erschöpfungszustände. Beziehungsweise für einen sehr labilen Kreislauf. Das sind beides Dinge, mit denen man nicht spaßen sollte. Aber bitte, ich will Sie natürlich nicht drängen. Nachdem der angebliche Yoga-Experte quasi in die Rolle eines Arztes geschlüpft ist, verordnet er den Eheleuten seine Diätpräparate. Dabei tritt er so überzeugend auf, dass Maria und Ernst Jürgens beinahe das Gefühl haben, in der Sprechstunde eines Arztes zu sein, der ihnen am Schluss auf einem Rezept Medikamente verschreibt. Und Sie meinen, dass das wirklich nötig ist? Aber Herr Jürgens, ich habe es Ihnen doch erklärt. Es hat gar keinen Zweck, dass Sie mit Yoga-Atmung und Yoga-Übungen anfangen, wenn Sie nicht Ihre Ernährung ganz schnell etwas umstellen. Aber bitte, ich will Sie natürlich nicht drängen. Sie müssen ja wissen, ob Sie wieder gesund werden wollen oder nicht. Ja, ja. Aber nun weiß ich immer noch nicht, was das alles kostet für meine Frau und mich. Aber Herr Jürgens, ich habe es Ihnen doch gesagt, das fällt gar nicht ins Gewicht.
Sie nehmen beide zunächst auf ein halbes Jahr das Diät-Tonikum. Also alle 14 Tage zwei Flaschen. Das sind dann 24 Flaschen von rund 14, 7, 3, 5, 4, 500 Mark zusammen. Pro Tag also noch nicht einmal 3 Mark. Und für jeden von Ihnen weniger als 1,50 Mark. Der angebliche Yoga-Experte versteht es auch jetzt, das Ehepaar psychologisch geschickt in die Zange zu nehmen. Sagen wir also 24 Knicker. Und ich meine, Diätzucker ist ja wohl selbstverständlich, nicht? Also gut, zu guter Letzt bestellt die Familie Jürgens tatsächlich eine große Menge sogenannter Diätpräparate, denn die Eheleute glauben, dass sie damit ihrer Gesundheit einen guten Dienst erweisen. Gut, und das ist für Familie Jürgens, ja? Wenn Sie dann hier bitte unterschreiben würden. Ja. So, ja. Gut. Dankeschön. Also dann, zum Wohl. Zum Wohl. Herr Schwartenbach überredet in diesen Tagen aber nicht nur die Familie Jürgens zu einer horrenden Bestellung von teuren Säften. Ja, der ist ganz ausgezeichnet. Insgesamt nehmen ihm in dieser Stadt 16 Familien überteuerte Diätpräparate für knapp 10.000 Mark ab. Bitte schön. Die Familie Bratke gehört dazu. Sie werden sehen, das Präparat wird Ihnen sehr gut tun. Also dann, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und auch Frau Oppermann, die den Yoga-Experten ebenfalls zu einer persönlichen Beratung bestellt hatte. Dankeschön. Und den Rest von dem Geld überweise ich Ihnen dann, wie abgesprochen. Ja, ja, ist in Ordnung. Also auf Wiedersehen, Frau Oppermann. Auf Wiedersehen. Nachdem der Mann die kleine süddeutsche Stadt abgegrast hat, wendet er sich seinem nächsten Ziel zu. Hallo? Ist dort die Gemeindeverwaltung? Ja, hier spricht Wolfram Schwartenbach von der Yoga-Bewegung. Ich hätte gerne in der kommenden Woche den Gemeindesaal für einen Vortrag gemietet. Mit wem muss ich denn da sprechen? Sie haben es gemerkt, meine Damen und Herren, der schöne Vortrag über Yoga und eine gesunde Ernährung diente nur dem Zweck, teure und meist unnötige Diätpräparate an den Mann zu bringen. In der Praxis merken die hereingelegten Kunden dann gewöhnlich sehr bald, dass die versprochenen heilsamen Wirkungen ausbleiben. Da das Zeug dann meist noch recht übel schmeckt, wandern die Kartons mit den vollen Flaschen nicht selten in den Keller, bis sie schließlich verderben. Lassen Sie mich um der Klarheit willen noch eins sagen. Es ging uns mit unserem Bericht keineswegs darum, die Yoga-Lehre in Misskredit zu bringen. Es kam uns darauf an, jenen Leuten das Handwerk ein bisschen zu erschweren, die das allgemeine Unbehagen an den Folgen unserer ungesunden Lebensweise für ihre unlauteren Geschäfte ausnützen wollen. Und nun zum Schluss unserer Sendung wieder ein Experiment. Auch heute haben wir eine besonders raffinierte Betrugsmethode ausprobiert. Dabei haben unsere Mitarbeiter wieder selbst getestet, wie leicht oder wie schwer es ist, mit diesen Tricks gutgläubige Menschen hinters Licht zu führen. Es ging diesmal um teure Elektrogeräte, die vom Auslieferungslager einer Bielefelder Firma zu den Kunden gebracht wurden. Unsere Mitarbeiter haben mit ihrem VW-Bus den LKW der Elektrohandlung verfolgt und notiert, wo die verschiedenen Geräte im Einzelnen abgeliefert wurden. Am nächsten Tag fuhr unser VW-Bus bei denselben Kunden noch einmal vor. Unsere Mitarbeiter, Redakteur Günter Alt und Kameramann Hajo Spörr, hatten sich weiße Kittel angezogen, um sich als Kundendienstmonteure der Elektrofirma ausgeben zu können. Kamera und Tonaufnahmegerät waren in ihren Werkzeugtaschen versteckt. Wie die echten Gauner, die sich auf diesen Trick spezialisiert haben, versuchten sie nun, die neuen Geräte unter einem Vorwand wieder abzuholen. Im ersten Fall ein Schwarz-Weiß-Fernsehgerät im Wert von 520 Mark. Guten Tag, wir haben gestern ein Fernsehgerät gebracht. Wir müssen noch mal nachschauen, möglicherweise hat man Ihnen ein falsches Gerät geliefert, das nur auf Gleichstrom geht und dann geht Ihnen das Gerät kaputt. Nee, das sieht ja. Ja, trotzdem kann es kaputt gehen. Ja, wir müssen mal eben nachschauen. Steht hier drin, ja? Ja. Wir haben festgestellt, irgendwie muss ein falsches Gerät ausgeliefert worden sein. So, Sie haben doch hier ausprobiert, nicht? Ja, das merken Sie nach einer Woche, wenn die Hörer deutlich. Ja, weil das nämlich quer 50 moderiert ist. Wegnehmen. Das ist nett, ja. So. Schauen wir gerade nach. Oh ja, hallo, ich glaube, das ist der Typ. Ja? Darf ich mal? Warten Sie. Warten Sie. Ja, es geht nicht. Jetzt geht's so, danke. Ah ja, das ist der 79er, genau, ja. Sehen Sie hier hinten diese Endzahl 79 hier an der Herstellungsnummer? Ja. Ne? Das ist die kritische Zahl. Herr Radders, ich kann Ihnen das Gerät nicht hier lassen, es geht Ihnen kaputt, es hat keinen Zweck.
Da haben Sie viel Geld bezahlt, weil es ein Gleichstromgerät ist. Ja. Denn alle Geräte mit der Nummer 79 hinten drauf sind Gleichstromgeräte. Dann geht Ihnen das kaputt. Ja. Ich bringe Ihnen heute noch ein neues vorbei, ein richtiges. Ja, die hat gesagt dasselbe. Genau das gleiche, nur für Wechselstrom. Weil das sonst innerhalb von einer Woche ist es kaputt. Ja, das ist, dass das Sendung heute Abend natürlich wieder da ist, nicht? Ja, bis also, jetzt ist es wie spät, 4 Uhr, bis wir reinfahren, gute halbe Stunde. Ja, von wem kommen Sie denn? Von der Firma. Ja, stimmt das? Ja, sicher, ja, glauben Sie uns nicht. Es ist richtig, nicht wahr? Ja. Aber sehen Sie mal, es kommen ja so viele Fälle. Ja. Da bin ich das Gerät los, nicht wahr? Nein, nein, nein. Sehen wir so aus. Ja. Sicher, ich meine, man weiß es nicht. Ich hole mir eben dem Herrn Knabe, unseren Fahrer, dass der mal mit anpacken hilft. Zum Abtransport hielt sich bei unserem Team noch ein dritter Mann bereit. Die Hauptsache nicht war, ich bekomme ein neues Gerät, nicht wahr, bezahlt ist. Ich sage, in anderthalb Stunden spätestens haben Sie Ihr richtiges Gerät, das dann funktionsfähig ist. Schon der erste Fall bewies es. Dreistigkeit zahlt sich aus. Im zweiten Fall wurde unserem Mann sogar der Wohnungsschlüssel in die Hand gedrückt. Denn die alte Dame, die unten die Haustür geöffnet hatte, konnte nicht so schnell die Treppe heraufkommen. Ah, da steht es ja, das gute Stück. Sagen Sie, wissen Sie, ob er das schon in Gebrauch gehabt hat? Ja, gestern Abend. Das ist nämlich ein Gleichstromgerät. Das hat er gar nicht gemerkt wahrscheinlich, ne? Das geht nicht. Dann müssen wir das mal mitnehmen. Lass das jetzt mitnehmen? Ja, wir bringen sofort ein neues dann her. Vorsicht, die Treppe hier. Das Farbfernsehgerät im Wert von fast 2.500 Mark hatte sein Gewicht. Und die Stufen zum Erfolg sind zuweilen steil, auch wenn es abwärts geht. Schnell ist das teure Stück verladen und abtransportiert, schneller jedenfalls, als sich bei den Besitzern Zweifel melden. So, Herr Knabe, gleich in die Firma. Der dritte Fall, ein Bügelautomat. Wir haben festgestellt, das war eine Maschine, die zur Seite gestellt war. Die haben unsere Fahrer versehentlich mitgenommen. Da ist der Walzenandruck nicht richtig. Nur unsere Fahrer, die meinen dann hoppla hoppla morgens, dass sie ihr Zeug reinkriegen in den Wagen, nicht? Das ist ja, wie das ist, ne? Auch hier klappt wieder alles wie am Schnürchen. Und die Mühe hätte sich für echte Ganoven durchaus gelohnt. Der Bügelautomat hat einen Wert von fast 900 Mark. Im letzten Fall das schwerste Stück, ein Allgasherd. Gewicht fast 2 Zentner. Wert 1000 Mark. Aber das ist halt schön langsam von Stufe zu Stufe ein bisschen, oder damit der Stufe nicht beschädigt wird. Der Mann zweifelt nicht daran, dass er noch am gleichen Tag das Gerät zurückgehalten wird. In diesem Fall hat der alte Herr damit sogar recht behalten, denn wir haben natürlich den Gasherd sowie alle anderen Geräte unbeschädigt wieder zurückgebracht. Unsere Opfer, so haben sie uns versichert, sind für alle Zeiten nachdrücklich gewarnt. Und vielleicht kann auch mancher von Ihnen, meine Damen und Herren, seinen Nutzen aus diesem Experiment ziehen, falls er einmal in eine ähnliche Situation kommt. Wenn Sie in einem solchen Fall einmal Zweifel haben sollten, ein Anruf bei der Lieferfirma bringt gewöhnlich schnell Klarheit. Und damit auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal bei der Sendung Vorsicht, Falle.